Entschuldigung, jetzt lasse ich euch aber mit dem ganzen melancholischen Kram vielleicht ein ganz klein wenig in Ruhe, weil im Endeffekt wollen wir ja uns auf das Wesentliche konzentrieren. Und das heißt Mario Kart 8 und irgendwie ein paar Rennen gewinnen. Vorzugsweise dann eventuell auch mit Rosalina und dem Katzencabrio und weißen Rallye-Reifen, weil hab mir nichts Besonderes bei gedacht, irgendwie. Ich wollte mal total putzig jetzt sein. Putzi, 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 puh. Ja, deswegen habe ich mich spontan irgendwie dazu entschlossen, einfach mal hier ein ganz klein wenig mit der Galaxie-Prinzessin unterwegs zu sein. Und ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass das einigermaßen gut gehen wird. Ich finde es ja interessant, es scheint ja generell für alle weiblichen Charaktere so zu sein. Fragezeichen, ich weiß jetzt nicht genau. Dass, naja, zum Beispiel Rosalina ja zwei verschiedene Outfits hat, je nachdem, wo sie drin fährt. Also in einem Kart trägt sie ja ihr ganz normales Kleid, Prinzessinnenkleid oder so. Das wird bei Peach vermutlich und Daisy vermutlich nicht anders sein. Aber wenn sie auf dem Bike unterwegs sind, dann tragen sie ja einen richtig schnieken Rennoverall, was auf eine gewisse Art und Weise ja auch Sinn ergibt, denn auf einem Motorrad mit Rockfahren, das, ja, nee, das bietet sich da nicht so an, beziehungsweise sieht halt ein bisschen unglücklich und doof aus und da könnte sich ja irgendwas verheddern oder so. Das, nee, das lässt man mal lieber sein. Deswegen passt das dann schon so. Und ja, ist einfach ein nettes, kleines, witziges Detail. Ein weiteres nettes, kleines Detail ist natürlich die Tatsache, aber ich glaube, das wisst ihr alle schon, dass Rosalina ihren Luma zu Hause gelassen hat. So scheint es zumindest. Ja, er ist einfach weg. Keine Ahnung. In Mario Kart Wii noch ihr stolzer und treuer Begleiter in jedweder Lebenslage. Und hier in Mario Kart 8 wird er schmählich vernachlässigt und übergangen. Und sie, ja, denkt nicht mal mehr an ihn. Diese olle Prinzessin, die, ja. Und ja, wo wir wieder beim Thema Freundschaft wären und so. Wie wichtig das für manche Leute ist. Danke, Mio. Yay! Rosalina bringt mir erstaunlicherweise ein bisschen Glück. Wir sind im selben Fahrerfeld unterwegs wie eben, also. Ich fand irgendwie mit Roy habe ich gerade ziemlich abgelost, aber jetzt mal einen kleinen Glückstreffer gelandet. Das finde ich irgendwie nett. Ja. Neue Runde, neues Glück. Ups. Das ist immer das Blöde, wenn man nebenbei im Internet unterwegs ist und dann plötzlich schon die nächste Runde startet. Das geht immer so schnell. Ich weiß ja gar nicht, warum und so und überhaupt und sowieso. Wo ich gerade diesen Katzenschwanz so sehe beim Katzencabrio. Ich glaube, den könnte man ideal benutzen, um einen Anhänger zu montieren, oder? Das wäre mal genial. So Mario Kart mit Anhänger. Ein kleinen Wohnwagen. Das wäre die niederländische Version dann. Ja. Hätte irgendwie was für sich. Finde ich persönlich, aber na gut, okay. Mario Kart mit Fahrprüfung. Fände ich ja generell, also das könnte man ruhig mal ein bisschen ausbauen. Ja gut, es ist ein Fun-Racer, ne? Das ist kein Gran Turismo. Also, dass sie jetzt am Anfang nicht so ein super mega tolles Tutorial dahin klotzen, ist vielleicht auf eine gewisse Art und Weise auch verständlich. Zumal das Spiel hier mehr oder weniger dafür steht, dass man, ja, dass man irgendjemanden einfach einen Controller in die Hand drücken kann und der wird schon irgendwie um die Kurse herumkommen. Das mag ja auf eine gewisse Art und Weise irgendwie auch richtig sein, aber ja, da wären wir dann beim Thema Singleplayer-Support. Nintendo, warum vernachlässigst du das neuerdings oder seit einiger Zeit so blöderweise in Mario Kart, in der Mario Kart-Serie an sich? Das war ja in Mario Kart Wii noch einigermaßen okay, aber jetzt seit Mario Kart 7 halten sie sich da ja gepflegt zurück und denken irgendwie nicht dran, noch irgendwie zusätzlichen Content, ja, sich aus dem Ärmel zu leiern. Was schon ein ganz klein wenig schade ist. Ein ganz klein wenig, wenn man sich das mal so überlegt. Das geht ja eigentlich. Nirgs. Geht ja eigentlich auch ein bisschen anders, wenn man da mal an Mario Kart DS denkt. Wo das so schön war mit den ganzen Challenges und so. Ja, die waren ja im Endeffekt auch nur eine nette kleine Spielerei und mehr nicht. Aber sie waren halt da, mein Gott, also das war schon irgendwie ganz nett, sich da auch nochmal alles zu holen und alles abzugreifen und Content, Content, Content. Wir wollen doch nur ein bisschen unterhalten werden.
Das ist doch das, was wir echten Vollblut-Gamer wollen. Wir wollen eine Herausforderung, wir wollen ein Ziel, wir wollen Achievements. Wir wollen, keine Ahnung. Wir wollen Spaß haben am Spiel. Wir wollen lange Spaß haben am Spiel. Wir wollen etwas bekommen für unsere 30, 40 Euro oder so, die wir bezahlen. Je nachdem, für so ein Spiel. Vielleicht auch 50 Euro, bisschen mehr. Ja, Moment, ich habe die Collectors Edition, für die Collectors Edition gelöhnt. Das bedeutet, ich habe viel, viel mehr Geld liegen lassen für dieses Spiel. Knapp 70 Euro oder so? Ich glaube. So viel übrigens zur Glückssträhne, was Katzencabrio und so weiter angeht. Ui! Fotofinish mit Campus Death, der mich da an der Stelle nochmal ausbeschleunigt hat. Tja, das war irgendwie doof. Neue Runde, neues Glück, Faura. Der Name sagt mir irgendwie was von dem gestrigen Turnier. Also für euch nicht mehr gestern, aber irgendwie vor geraumer Zeit mal gestern gewesen. Ja, das ist ein User, der gerne Mario Kart spielt und das auch gerne ganz lange tun darf und kann und sowieso und überhaupt. Und ich sollte mich mal ein bisschen mehr auf den Blitzstart auch wieder konzentrieren. Dann würde ich zumindest auch schon am Anfang ein bisschen besser und schneller wegkommen. Das wäre doch irgendwie mal was total Feines und dann würde ich nicht hier hinten irgendwo feststecken, wo die ganzen Leute dann ihre Items irgendwie sowieso mit sich herumschleppen und die grünen Panzer wie bekloppt nach hinten schleudern und es ist irgendwie, ach, eine Krux. Eine Krux mit der heutigen Gesellschaft. Ja, ja, legen absolut keinen Wert mehr auf wunderschöne grüne Panzer. Das war früher irgendwie auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen anders. Naja, okay. So, Metatron, mit dem bin ich übrigens auch schon länger nicht mehr gefahren, habe ich so einen Eindruck. Zum Release von Mario Kart 8 ja, aber danach war irgendwie ein bisschen Schicht, glaube ich. Also zumindest, er hat jetzt auch nicht mehr an meinen Turnieren teilgenommen, hatte ich so den Eindruck. Oder er war einfach nicht weiter vorne in der Rangliste zu finden, ich weiß es nicht genau. Man muss ja auch erstmal unter die ersten 20 kommen, ne? Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Zumal wir die letzten Male ja irgendwie auch jeweils 32 Rennen hatten, das heißt, man muss 2 Stunden damit beschäftigt sein. Ist ja für manche auch so ein gewisser Zeitrahmen, ne? Den sie mal nicht so eben stemmen können. So, ja. Manche wollen es lieber ein bisschen länger, manche wollen es lieber ein bisschen kürzer haben. Ich glaube, die optimale Lösung werde ich da in diesem Leben nicht mehr finden, was auf eine gewisse Art und Weise total traurig ist, aber naja, was soll's. Es muss ja in erster Linie für mich passen. Deswegen hoffe ich mal, es ist einigermaßen okay, wenn ich das so mache, wie ich mir das denke und wenn ihr dann einfach so teilnehmt, wie ihr das so für euch denkt und wie ihr eben Zeit freischaufeln könnt. Keiner verlangt von euch, dass ihr hier vorhin 2 Stunden durchfahrt. Ja, habt einfach ein bisschen Spaß bei den Rennen und so, und aber das hatte ich eigentlich schon mal gesagt. Einfach ein bisschen Spaß beim Rennen haben und alles andere ergibt sich dann irgendwie von alleine. Nur in meinem Fall hier momentan nicht so wirklich. Denn obwohl ich extrem viel Spaß bei den Rennen habe, behaupte ich jetzt einfach mal, schaffe ich es einfach wieder ums Verrecken nicht weiter nach vorne zu kommen. Obwohl dies doch ein bisschen gewünscht wäre von meiner Seite aus. Ach Gott, es ist eine Qual momentan. Vielleicht auch alles einfach nicht meine Kurse. Ja, daran wird's bestimmt liegen. Bestimmt. Für die Leute, die es interessiert, während ich diese Aufnahmen hier mache, läuft auch noch auf Twitch das SGDQ, Summer Games Done Quick. Eines der wohl bekanntesten Speedrun-Events, das man eventuell kennen sollte, wenn man sich ein bisschen für Videospiele oder so oder generell für Speedruns interessiert. Organisiert von Speed Demos Archive, die Anlaufstelle irgendwie für Speedruns im Internet. War ich früher sehr gerne und oft unterwegs, zumindest bis ich dann irgendwann Let's Plays kennengelernt habe. Und ja, ist irgendwie ganz interessant, sich das Ganze mal so ein bisschen nebenbei anzugucken. Also richtig viel habe ich davon jetzt auch offen gesagt in dieser Woche nicht mitgenommen. Das ist ja ein Event, das quasi gesehen die ganze Woche durchläuft. Die sammeln dann nebenbei auch Spendengelder für einen guten Zweck ein und so. Und ich unterstütze sie damit immerhin, indem ich ab und zu mal ein bisschen Werbung gucke und so. Und damit fühle ich mich so, als hätte ich meinen Soll mehr oder weniger erfüllt und kann mich deswegen ein bisschen berieseln lassen.
Und ja, wie gesagt, also Speedruns sind spaßig, machen Freude irgendwie. Vorhin, als ich aufgestanden oder aufgewacht bin, da lief gerade Super Mario 64, 120 Sterne Speedrun. Hat irgendwie eine Stunde und knapp 48 Minuten oder irgendwie sowas gedauert um den Dreh. Weltrekord liegt wohl bei einer Stunde und 42 oder 43 Minuten oder irgendwie sowas. Und das ist schon faszinierend, wenn man das da so sieht. Also, wie der gute Typ da das eben so schnell hinbekommt und was der da so für Tricks alles kann und so. Und das sind so Sachen, auf die wäre man früher natürlich selber niemals gekommen. Wie man da ja quasi über die Kurse, über die Plattform hüpfen kann und was für Abkürzungen es da so überall gibt und so weiter und so fort. Das ist schon echt verdammt krass. Man kann es nicht anders sagen. Aber vielleicht ist das ja auch genau der Grund, warum ich mir das Ganze so unheimlich gerne angucke. Vor allem eben, wenn es ohne Glitches und dergleichen ist. Finde ich einfach irgendwie auf eine gewisse Art und Weise spannender. Wenn man dann für sich selber, für das eigentliche Spiel, dann auch nochmal ein bisschen was lernen kann. Ich meine, es ist relativ unwahrscheinlich, dass ich jemals in meinem Leben nochmal so richtig Hardcore-mäßig Mario 64 spielen werde. Aber, und selbst wenn, habe ich jetzt schon wieder die Hälfte vergessen, was man alles theoretisch machen könnte. Aber, man hat ein bisschen was mitgenommen irgendwie, von dem man noch seinen Kindern und Kindeskindern erzählen kann oder so ähnlich. Und das war irgendwie schon spannend. Relativ spannend oder so. Ja. Hier lief es auch wieder eine ganze Weile echt gut, aber dann, als die Items kamen, da kamen sie heftig, was ich fies finde, so ein bisschen. Ich weiß nicht, wie die Deutsche Bahn es macht, aber sie schaffen es immer pünktlich hier vorbeizufahren, wenn die Aufnahme wieder beginnt. Und mein Kater schafft es immer wieder so auf den Laptop zu hüpfen, dass er irgendwas mit Outer City anstellt, was ich habe keine Ahnung, was er da macht. Er macht es plötzlich auf Vollbild groß, was super ist. Es läuft trotzdem dann noch weiter, aber irgendwie ist es auch nicht Vollbild oder ist es zu vollbildig. Ich weiß nicht genau, weil ich kann es nicht minimieren. Da oben rechts fehlt der Button dazu. Das ist irgendwie schlecht, weil, so sehe ich nicht unbedingt immer das, was ich noch unbedingt zusätzlich sehen möchte oder so. Deswegen möchte ich meinen Kater übrigens an der Stelle ein ganz klein wenig verhauen, aber das habt ihr jetzt nicht gehört. Und, das ist dann eben das, was ich nach der Aufnahme machen werde. Und, das wird dann auch mehr oder weniger der Grund sein, warum ich jetzt dann gleich im nächsten Moment, glaube ich mal, das Katzencabrio wieder wegnehme von Rosalina und mich vielleicht auch generell von Rosalina trenne. Hat zwar gut angefangen, aber leider stark nachgelassen. Finde ich ein bisschen schade. Weiß jetzt auch nicht mal, woran das so richtig liegen könnte, weil ich finde jetzt nicht unbedingt, dass ich so super schlecht fahre oder so. Es ist echt eine Itemfrage, so ein bisschen. Man kann es ja ein bisschen mal ab und zu auf die Items schieben. Macht ihr doch auch immer. Also von daher, das ist, glaube ich, so ein bisschen okay. Kann mir nichts erzählen. Ich komme ja immer wieder ein bisschen an das Feld ran, aber das nutzt mir halt nichts. Wenn so ein Kurs eben nur 3 Runden dauert, beziehungsweise wenn ich dann im Mittelfeld direkt vom nächsten Item irgendwie überrascht werde. Also von daher, naja. Wir versuchen einfach mal so ein bisschen mit der Situation an sich zu leben. Wir freuen uns daran, dass dieser Luigi mich hoffentlich in Ruhe lässt. Und ja, ich dachte jetzt eigentlich, dass ich weiter nach vorne gekommen wäre und dass ich mehr Leute überholt hätte. Aber irgendwie dümpel ich ja immer noch auf 9 vor mich hin und her und überhaupt und sowieso. Warum ist das so? Ja. Ihr müsst mich nach vorne und gewinnen lassen, weil das ist doch alles irgendwie dann besser und so. Dann kann ich den Leuten doch irgendwie mehr zeigen. Da lief es unterm Strich mit Roy dann doch irgendwie besser. Ist es mittlerweile wirklich so, dass man, mal davon abgesehen, dass ich gegen ja einige von euch fahre, die natürlich unglaublich viel drauf haben, ist es mittlerweile wirklich so, dass man auch random online vergleichsweise gute Gegner trifft? Sind so viele Leute mittlerweile auf einem ähnlichen oder identischen Level, sodass das eben so ist, dass man auf die Plauze bekommt? Es scheint fast so zu sein. Gefällt mir ja irgendwie überhaupt gar nicht, aber
Na gut, was soll's.